Hi, willkommen zurück zu Geil 18. Wir sind im letzten Part vollkommen ausgerastet, weil wir gegen Bielefeld verloren haben. Aus meiner Sicht relativ unverdient, aber hey, das ist halt Geil 18. Wir gucken mal ganz kurz in unser Postfach und wir sehen, hey, wer ist wieder auf Trocken am Start? André Hoffmann, geil. Ansonsten, Kahn Ayhan ist ready for takeoff. Cool. Und Nielsen hat sich verletzt. Schlüsselbeinfraktur. Wie auch immer. Wann war das? War das irgendwie während eines Trainings? Ist für mich nichts Neues. Ganz ehrlich, ist mir auch relativ egal. Ich werde in diesem Spiel nichts mehr irgendwie, ich sag mal, kritisch beäugen, weil ja, es ist halt geil 18. Na gut, jedenfalls werden wir jetzt auch wieder Raman reinziehen. Dafür kommt Osami dann aber raus, ist ja ganz klar. Ja, und ansonsten sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir gehen heute in den DFB-Klack-Schlag-Klar und spielen gegen die So, jetzt mal auf Deutsch. Wir spielen gegen Dresden im DFB-Pokal und das Ganze bei Regen, so wie immer eigentlich. So wie in den letzten Spielen. Kann es sein, dass der März irgendwie eine ziemlich regenintensive Zeit hat? Irgendwie schon, ne? Na gut, ist auch vollkommen egal. Oh, das ist richtig heftiger Regenfall. Läuft bei uns. Naja, gut. Ich bin's ja auch gewohnt, die letzten Spiele fielen alle mit unter ziemlich starken Regen aus. Deswegen, hey, ist in Ordnung. Na gut, heute geht's aber, wie ihr sehen könnt, in den DFB-Pokal. Wir sind, glaube ich, im Halbfinale. Kann das sein? Oder ist es das Viertelfinale? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Entweder ist es das Halb- oder Viertelfinale. Ist auch vollkommen crazy. Wir spielen auf jeden Fall gegen einen Zweitligisten. Mal schauen, wie wir uns hier anstellen. Ja, also gegen Bayern taten wir uns ja schwer, weil es ist ja auch Bayern. Da muss man nichts zu sagen. Ist ja auch relativ Standard. Sehr schöner Doppelpass. Und jetzt dafür. Oh, der Versuch von Hennings, der aber leider am Torwart endete. Schade eigentlich. Oh mein Gott, wie Fink das gemacht hat, wie er gerade irgendwie so den Ball bekommen hat. In 99% der Fälle bekommt Fink den Ball nicht. Aber hey, diesmal haben wir ihn bekommen. Läuft bei uns. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir weiterkommen. Sollte ja eigentlich so vom Grundgedanken her möglich sein. Aber hey, wir gucken mal. Erste Chance und die leider vertan. Auch dies scheiterte leider wieder am Torwart. Nein! Ja! Schade. Das war gerade wieder so ein Schussversuch. Ich wollte den Schuss eigentlich gar nicht machen, habe ihn aber instinktiv gemacht, wollte das abbrechen und dann ist es so passiert, wie es passiert ist. Und hey. Schade. Gerade solche Bälle nahe des 16ers, da tue ich mich verdammt schwer, ihn reinzukriegen. So, da geht er immer links oder rechts vorbei. Ob es jetzt daran liegt, weil ich eine falsche Tasteneingabe oder weil ich den Control-Stick falsch bewegt habe oder ob es dann doch irgendwie am Regenfall lag oder am Spiel lag, so, das ist die andere Frage. Das war sehr schön gemacht. Das war eine sehr schöne Flanke. Aber hey, ich kenne es ja mit meinen Flanken auch nicht besser. Deswegen sage ich das jetzt besser mal nichts. Na, lässt du es sein. Du lästiges Schwein. Und das gibt keine Ecke, weil der Torwart Schwäbe schnell genug dran gekommen ist. Schade. Also hier war dann mal wieder eine Halbzeit, in der wir eigentlich den Ton und den Takt vorgeben. Und hey, das war ja ein klarer Schubser, du Misset. Und das war ein Pass. Ich hab eigentlich nach oben gespielt. Ich habe eigentlich ja auf den vorderen Mann gespielt, auf den oberen Mann gespielt. Aber hey. YOLO. Mies.
Aber ein Einwurf wurde für uns rausgeholt. Jetzt vielleicht. Mies, Alter. Aber eine wirklich aktive halbe Stunde von uns. Wir geben, wie ich gerade eben schon mal gesagt habe, den Takt vor und sehen nur dribbelnde Dresdner, die gar... Ja. Schon wieder ein dribbelnder Dresdner. Also ganz ehrlich, das ist halt echt nicht mehr lustig. Das ist halt echt nicht lustig. So, das ist halt irgendwann mal, ist es vorbei. Kriegst du den? Kriegst du den? Ja, aber irgendwie nein. So wie immer in Geil 18, ne? Ist aber echt komisch. Warum hat man das Spiel nie Geil 18 genannt? Weil es ist ja auch echt geil, was hier passiert, so. Richtig cool. Jetzt aber! Oh, dass das nicht mit einem Tor belohnt worden ist, ist wirklich traurig. Aber hey, das ist halt FIFA 18. Das ist halt... So ist das halt eben. Warum reg ich mich da noch drüber auf? Ich meine, da schauen wir doch lieber den ständig dribbelnden Dresdnern zu. Kann man ja auch mal machen. Reicht. Alter, komm doch, ey. Was ist das denn? Ey, Junge. Ey, das ist doch nicht normal. Es ist doch echt nicht normal. Was soll ich zu dieser Halbzeit noch sagen? Ich sag da gar nichts zu. Ihr habt's ja gesehen. Ihr habt's ja gesehen. Da muss ich nichts zu sagen. Da muss gar nichts zu gesagt werden. Ja? Aber okay. Ist in Ordnung. Standard. Das ist doch alles Standardmist hier, was wir hier sehen. Sehen wir ja nie im Spiel. Wieder mal dribbelnde Dresdner, die... Ja. Gut, ich will das jetzt nicht klein machen, weil das war ja schon irgendwie noch vertretbar, aber... Schade. Guter, oder halbwegs guter Pass in den Lauf, aber... Hat leider nichts gebracht. Da wollte ich gerade nach unten gehen, weil ich da gesehen habe, okay, so, da greife mich keine Ahnung. Und dann habe ich auch so schnell, wie ich den Ball wieder bekommen habe, auch wieder verloren. Aber jetzt vielleicht mal. Nein, dann bekommen wir wieder den Ball weggenommen, weil der Ball irgendwie weghüpft. Na, schieß doch! Warum macht der denn nichts? So, ey, das regt mich halt auf. So, das ist halt einfach so unfair. Der macht einfach nichts. Das macht keinen Sinn. Und jetzt auch gerade wieder... Jetzt reg ich mich wieder auf. So, das ist... Was soll ich dagegen denn machen? Das ist einfach schlecht. Was soll ich dagegen denn machen? Das ist doch einfach... Das ist doch nicht normal. Und auch, was war das denn für eine Flanke? Ich hab doch nur ganz kurz drauf gedrückt. Das hätte keine starke Flanke sein dürfen, Mann. Ich sehe auch gerade, dass Lamberts bei Dresden ist. Okay. Wir wissen, das war damals mal der Publikumsliebling von Fortuna Düsseldorf. Der ist ja, ich glaube, nach dem Abstieg der Fortuna Düsseldorf in die zweite Bundesliga, nachdem sie in der ersten waren, nach Dresden gewechselt. Fand ich schade, dass er hier, seinen Platz nicht mehr bekommen hat in diesem... Das ist einfach geil. In der Mannschaft. Ich weiß auch nicht, warum er... gewechselt ist. Ob es vom Trainer kam oder ob es von ihm selbst kam, weil er kaum noch irgendwie eingesetzt worden ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe das nicht groß verfolgt, aber... Ich fand es schade, dass so der Publikumsliebling, der Aspirant...
der Motivateur der Mannschaft gegangen ist. Wirklich, wirklich sehr schade. Was ist das? Jetzt aber! Na endlich! Richtig schönes Tor, Mann! Geil! Sehr gut. Ich hätte die Szene zwar sehr gern wieder gesehen, aber hey, das ist egal. Das Tor ist gemacht, das können wir vielleicht gleich dann sehen, wenn wir aus dem Spiel rauskommen. Das wird ja sicherlich eine der Top-Szenen sein. Nein, Kai, wie kommst du denn darauf? Ich weiß nicht, vielleicht, wer weiß. Sehr schön, was ist denn jetzt hier los? Jetzt hauen sie ja richtig auf die Kacke, Mann. Da kommen solche Gelegenheiten aus dem 16er. Auf einmal zum klaren Tor. Nice. Und damit innerhalb von ein paar Minuten eine starke Führung hingelegt. Die aber auch relativ, also ich muss sagen, das ist natürlich ein berechtigtes Ergebnis, ne? Da muss man nichts zu sagen. Alter, jetzt wollen sie es aber hier wissen. Und jetzt struggelt ja auch der Torwart irgendwie extrem. Weißt du, solche Gelegenheiten gehen nie rein und jetzt auf einmal gehen sie rein. In Ordnung. Finde ich gut. Nice. Gut, wie auch immer er da jetzt den Ball verloren hat, aber okay. Das ist in Ordnung. Jetzt bin ich endlich mal wieder mit dem Ergebnis zufrieden, so. Jetzt bin ich richtig zufrieden. Weißt du? Da kann man ein ganzes Spiel lang rummeckern und... ich habe doch eine Steilpass nach ganz vorn gemacht und nicht nach da unten hin. Das ist ja klar, ne? Na gut, das war klar, dass das jetzt passiert. Sehr schön geoutplayed. Aber wirklich unverständlicherweise in der ersten Halbzeit kein Tor gemacht und dann hier sehr, sehr spät. Ja, war klar, natürlich. Alter, was für eine Defensivarbeit war das denn bitte gerade? Das war richtig geil. Oh, schade. Lauf doch dahin. Was rennst du denn weg? Es ist halt so realitätsfremd. Das kann doch gar nicht sein. Weißt du, ich... Ach, was... Ihr habt es ja gerade eben gesehen, ne? Er sieht doch, dass der Ball frei wird und oder dass der Ball dort landet. Und jetzt hat er einen eigenen Mann abgeschossen. Das kann man natürlich auch mal bringen. Schade. Da konnte sich Kujovic leider nicht nochmal belohnen. Aber hey, ist egal. Was soll's. Hey. Klar ist 3-0. Innerhalb von 6 Minuten das Spiel entschieden. So muss das sein. Ja, aber ey, Junge, jeder Stürmer oder jeder Spieler wäre zum Ball gelaufen. Was macht der? Was macht der Com? Was macht der NPC? Rennt nach links. Das ist so geil. Das ist sehr, sehr krass. Wir sehen einen Hennings, der übertrieben stark gewesen ist. Was ist denn hier los? Läuft, Alter. Sehr starke Sturmspitze. Kann so weitergehen. Nice. Und damit sind wir ins Halbfinale eingezogen. Gut. Das war das Viertelfinale. Stimmt. Ja, gut. Uns wird entweder Schalke oder Augsburg erwarten. Mal gucken, wer es wird. Hey, Brutz. So, was ist hier jetzt gerade los? Tja, Eihan. Heul doch. Du Spasti. Gut, Jungs, Mädels. Das war doch mal
ein produktiver Part. So kann's weitergehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein und bye.